Holotropisches Atmen. Freunde, ich habe was gesehen. Ich habe was gesehen. Ich habe was gesehen. Ich habe was gesehen. Oh, das hat sich gelohnt. Achtung, Freunde. Trommelwirbel. Und da haben wir zwei. Oh. Ich eskaliere. Ich eskaliere. Oh, erstmal Screenshot gemacht. Oh. Okay. Okay, die heben wir uns auf. Die heben wir uns auf. So, wir brauchten noch zwei. Das heißt, hier nehme ich mit. What the fuck, Alter, krass. Und die holen wir uns. Und die holen wir uns aber mal sowas von raus. Das machen wir mit Glück dann. Okay. Freunde, wir können es jetzt machen. Wir können es jetzt machen. Wir können es jetzt machen. So, jetzt müssen wir die ganzen Sachen hier safe nach oben bringen. Also, was machen wir jetzt? Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das nehmen wir mit. Das werden wir auch gleich alles verarbeiten. Eisen können wir auch verarbeiten. Ist oben. Ja, Redstone kommt ja mit. Kriegen wir alles auf einmal mit? Was meint ihr, Freunde? Kriegen wir das alles mit? Ja, kriegen wir. Ja, läuft, Leute, läuft, läuft. Schwert in der Hand. Dankeschön. Und ab nach oben. Freunde, wir bauen uns jetzt einen Zaubertisch. Ich überlege gerade. Wir brauchen Obsidian, ne? Ich bin gerade beim was über. Ne, komm, wir bringen es da rum. Jetzt nichts übereilen. Jetzt keine Fehler machen. Jetzt konzentrieren wir uns. Jetzt nichts übereilen. Wir gehen eh gleich nochmal runter. Weil dann müssen wir Obsidian uns holen. Jetzt müssen wir genau überlegen, was wir tun. Das muss jetzt Sinn haben. Wir brauchen nämlich erstmal eine Spitzhacke. Die brauchen wir. Wir brauchen jetzt eine Diab-Spitzhacke. Um Obsidian abbauen zu können. Dann brauchen wir mindestens 4 Obsidian, glaube ich. Die können wir uns mitnehmen. Die haben wir auf locker. Oh Gott, es ist hell draußen. Sehr schön, sehr schön. Läuft. So. Höre ich hier gerade was? Ist hier einer? So wie ob ich gerade was gehört habe. So. Die brauchen wir gleich. Das packe ich mal rein. Da haben wir jetzt 10. Also da haben wir wirklich ordentlich mitgenommen. Und jetzt haben wir ganz viel Redstone. Und weißt du, was ich jetzt mache mit dem Redstone, Freunde? Den werden wir jetzt so zu Blöcke umwandeln. Ich habe ein bisschen Angst vor Creepern. Weil wir haben noch keine Tür. So, guck mal, dann sparen wir ein bisschen, ne? So, so, so. So. Und dann haben wir 5. Okay. Oh, Freunde. Ja, den Rest lassen wir so. Komm. So, dann haben wir ein bisschen Platz auch gespart hier drin. So, wunderbar. So, die Teile, die können wir nämlich hier mit reinbauen. Also, da seht ihr schon, wir haben für Deko, haben wir auf jeden Fall, also, wir haben schon ein Fass jetzt davon voll. Hier haben wir Tuffstein. Ich packe das mal mit hier rein, weil ich habe schon gar keinen Platz mehr dafür. Hier haben wir den Kies. So. Und das restliche Zeug hier, dieses komische Werkzeug, das hätte ich eigentlich unten lassen können, ne? Hm. Wo waren jetzt die Dia? Hier. Die nehme ich jetzt mal mit. So, und jetzt gehen wir mal gucken. Wir bringen jetzt mal das Werkzeug weg. Und dann kümmern wir uns jetzt mal als nächstes um den Zaubertisch. So, das heißt, ich brauche eine Dia-Spitzhacke. Ich brauche 4 Obsidian und ich brauche Leder. Das heißt, wir müssen Kühe uns besorgen. Für die Bücherregale. So, ich packe das hier erstmal hier rein. So, jetzt können wir die verbrauchen. Das ist kein Problem. So, eine Diaspitzhacke. Die haben wir jetzt hier. Bam, da ist die. Unsere erste Diaspitzhacke, Freunde. Bah, da ist sie. Was, es gibt keinen Erfolg? Ich bin traurig. So, das ist schön. Das ist schön. So, das heißt, wir haben jetzt hier für den Zaubertisch die 2, einmal links, einmal rechts. Unten kommt dann, also doch. Kann ja nur. Kann ja nur. Also, holen wir uns als erstes, würde ich sagen, mal die Obsidian. Die werden uns jetzt als allererstes holen. Man könnte jetzt 2 Sachen machen. Man könnte jetzt natürlich so ein altes Portal suchen, so eine Ruine. Die gibt es ja hier überall eigentlich. Aber das ist mir zu aufwendig, hier durch die Gegend zu laufen. Deswegen machen wir das einfach bei uns unten. Wir müssen halt nur aufpassen mit der Lava, dass wir da jetzt nicht unbedingt in die Lava da irgendwie reinplumpsen. Und dann ist unsere teure Spitzhacke weg, ja. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Aber ich versuche mir Mühe zu geben, dass es nicht passiert.
Und das war das Safe, wieder rauskommen. Jetzt weiß ich nicht, was Gang 1 war, es Gang 2. Ich glaube, es war Gang 1 gewesen. Müsste eigentlich. Und ja, müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, ne? Also ich habe mal meinen Wassereimer hier gleich daneben. Hier, gucke mal. So, kann da eigentlich nichts passieren. Hier war es gewesen. Oder? Ne, hier. Da. Da ist der breite Gang. So, und hier müssen wir bis ans Ende, glaube ich. Schön. Schön. Und vier Obsidien, das ist ratzefatze fertig. Und dann brauchen wir noch irgendwie Buch, also Leder und Papier. Papier brauchen wir Zuckerrohr. Das sollte auch kein Problem sein. Hier war doch. War doch hier, oder? War doch hier. Ich buddel mich mal kurz hier rein. Oder war das der zweite Gang? Hier war's. Oh, da sind wir hier weitergegangen. Interessant. Oho, So, und jetzt laufe ich gleich in die Lava rein, so bam. Na, was haben wir denn hier? Schön. Sind wir hier safe? Ja. Komm, wir fangen einfach mal an. Ich stelle mich mal hier hin und ich fange einfach mal an zu buddeln. Achtung, es geht los. Obsidian-Aktion. Das dauert immer ein bisschen. Oh Gott, das dauert aber wirklich lange. Da ist er. Da ist er. Unser erster Obsidian. Neue Rezepte verfügbar. Hey. Fortschritt erzielt. Ice Bucket Challenge. Yes. Gut, hier mache ich mal kurz zu. Würde ich so sagen. Ne? So, dass wir hier so unsere Ruhe haben. So, und dann holen wir uns die anderen auch noch. Wieso hat der denn aber beim Obsidian, bei einem Obsidian, das braucht, ich brauche doch vier für den Zaubertisch. Keine Ahnung. Ich könnte mir natürlich jetzt auch gleich für ein Portal noch mitnehmen, ne? Das wäre auch jetzt, wo wir schon hier sind, ein Nether-Portal bauen, kommen wir ja auch nicht drum rum. Ist aber noch ein bisschen zu früh, finde ich, für den Nether. Weil letztendlich war, was müsste ich jetzt im Nether, was wäre da jetzt Interessantes? Gut, wir hätten Netherrack zum Bauen. Ne, da kann ich auch Ziegel von machen. Da hätte man noch mehr Material mit den Bäumen und so. Ne? Das wäre schon schön. Hey. Erschreckt mich nicht so. Toll, es fehlt mir hier ein Stein. So, einmal zumachen bitte. Meine Fresse, nee. Da unten ist auch. Na, pass mal auf, dann mache ich hier aber mal Wasser hin. Weil wir brauchen ja noch mehr Obsidian. Von daher passt es eigentlich. Jetzt müssen wir hier aufpassen, dass da nichts rausläuft. Dann mache ich mal hier auf. Mal gucken, ob da unten Lava ist. Nee, ist nicht. Dann nehme ich den mal jetzt vorsichtig weg. Da kann nichts sein. Da drunter könnte aber was sein. Deswegen möchte ich den ganz gerne hier noch haben wollen. Weil wenn da jetzt aus der Wand was rauskommt, dann läuft es direkt da unten rein und kann uns nicht die Füße verbrennen. Siehst du, nämlich genau so. Damit habe ich gerechnet. So, zack, zu damit. Müssen wir halt immer ein bisschen aufpassen. Und wir haben fünf. Die reichen, Freunde, die reichen. Jetzt brauchen wir Leder. Die nächste Aktion, die wir brauchen, ist Leder. Und Papier. Ein Leder brauchen wir und Papier. Das holen wir uns jetzt auch noch. Ein Zaubertisch gebaut, ey, krass. Dann bauen wir doch einen Zaubertisch. Ey, das geht jetzt aber wirklich schnell. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es jetzt so. Also wir haben ja wirklich lange gebraucht, die Dias zu finden. Aber dass das jetzt hier so schnell geht, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also, dass wir jetzt sogar noch einen Zaubertisch bauen. Also das müsste jetzt die fünfte Folge oder so sein. Ich versuche das hier so ein bisschen auf dem Timer zu sehen. Das heißt also, wir produzieren jetzt wirklich gut vor. Das ist aber auch wichtig, dass wir hier vorproduzieren. Weil ich hatte nur noch ganz wenig Folgen gehabt, ne? Ach, so. Ein Zaubertisch. Wie schön. Ich finde es übrigens auch immer blöd, wenn dann auf einmal so die Folgen so dann nur 10 Minuten sind oder so, weil dann einfach nicht genug Material da war. Finde ich auch mal ein bisschen blöd. Also von daher seht es mir nach, wenn ich da jetzt direkt da immer öfters mal raufgucke auf dem Timer, so um wirklich die Punktlandung zu machen. Also dass wirklich jede Folge mal so 20 Minuten ist. Das wäre so mein Wunsch, den ich da habe. So, gut, Freunde, das heißt, wir können die Spitzhacke, die Dia-Spitzhacke, erstmal da safen, die ist jetzt safe. Wir haben unser Obsidian, lass mich mal raten, ich gucke mal kurz und tippe mal einen Zaubertisch, aber das waren, glaube ich, vier. Zau ist noch gar nicht da, weil wir da noch nicht das Material haben. Aber ich würde sagen, es sind vier, die wir da brauchen. Dann brauchen wir, wie gesagt, Zuckerrohr. Haben wir das schon da?
für Papier? Nee, das haben wir noch nicht. Also brauchen wir Zuckerrohr. Das müsste irgendwo... Oh, jetzt geht gerade die Sonne unter. Können wir uns mal kurz eine Schlafenspause gönnen. Und genau, dann denke ich mal kurz pennen. Kann er natürlich noch nicht. Und dann würde ich mir nämlich mal Zuckerrohr mitnehmen wollen. Ich wundere mich gerade, dass es noch nicht da ist. Gut, ich habe so viele Projekte am Start, dass ich gar nicht mehr weiß, wo Zuckerrohr ist. Na, wir holen das mal eben. Das dürfte ja nicht weit weg sein. Das müssen wir dann gleich abernten, weil damit müssen wir jetzt, na, wir haben Schaf, aber keine Kühe. Na, die Kühe, die holen wir uns. Auch das ist, da ist Zuckerrohr, prima. Wunderbar, das nehmen wir mit. Wir brauchen 3 Stück, glaube ich. Zack, da haben wir es auch schon. Damit haben wir das Papier. Das können wir auch gleich schon mal craften. Und dann müssen wir die Kühe farmen. Kühe, das heißt, wir brauchen ein... Oh, dann brauchen wir ein Gehege. Direkt unterm Acker ist eine Höhle. So, können wir uns gleich mal drum kümmern. Zack, 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 zack. Hier, blub. Da haben wir 3-mal Papier. Wunderbar, der Rest, der wächst nach. Heißt, packe ich mal hier ein. Wir müssen eine Zuckerrohrfarm bauen. Da brauchen wir nämlich auch noch einiges. So, da ist schon mal das Papier. Und jetzt brauchen wir noch das Leder dazu. Die 2 Dias fehlen noch. Die sind hier. Die brauchen wir ja auch noch für den Zaubertisch. So, da sind noch die Dias. Das heißt, jetzt fehlt nur noch das Leder. Genau. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Zaun. Hier ist schon mal was. Das können wir schon mal benutzen. Aber da fehlt eh noch ein Zauntor. Das heißt, wir werden jetzt erstmal umwandeln. So, mache ich hier mal kurz Zäune. Noch kurz ein paar. Einmal das Tor. So, 29 müsste reichen. Bepp. Gut, wo wollen wir die hin positionieren? Ich würde sagen, da unten ist erstmal so unsere Zoo-Abteilung. Wir haben schon Schafe, wir haben Hühner. Das heißt also, eigentlich können wir doch hier auch schon anfangen. Die Kühe so fröhlich hier so. Wenn wir hier so einen Weg hätten, den ich später wahrscheinlich eh wieder abreißen werde, dann könnte man hier die Kühe machen. Wo ist der Zaun? Hier. Immer, ja. Immer verlängern hier, so. Hier machen wir wieder ein bisschen Rasenmähen. So. Und, ja, hier. Kühe halt, ne? So. So, ist ein bisschen klein, ne? Ist ein bisschen klein. Gebe ich euch aber auch recht, es ist wirklich ein bisschen klein. Mach mal ein bisschen verlängern hier. So, ist besser, ne? Gut, das ruppeln wir mal ab. Ach, da vorne fehlt jetzt noch. Gut, das müssen wir jetzt noch zumachen natürlich. Oder fehlen sogar dann welche, glaube ich. Aber es war mir jetzt wichtig, dass sie doch ein bisschen größer sind, weil Kühe brauchen wir jetzt richtig viele. Ne? Bis Schlachttag ist, da müssen wir richtig viele machen. Hier ist das Zauntor, das werden wir auch hier positionieren. 1, 2, nee, reicht. Super. 2 hier bleiben übrig. Bam. So, Kühe gehen jetzt hier rein. Kriegst du noch eine Fackel, dass du nicht im Dunkeln hier aushalten müsst. Na, hier hin. So, dann wollen wir sie mal suchen. Unsere Dickhäuter, die eigentlich gar keine Dickhäuter sind. Weil die Dickhäuter sind ja die Elefanten, wie wir wissen, ne? Klugscheißer-Modus aus. Bam. So, dann wollen wir mal das ganze Zeug hier mal abruppeln, weil wir müssen jetzt richtig krass vermehren. Das ist so die nächste Aufgabe, die wir zu tun haben. Ich liebe das, die Felder so abzubauen. Weil manche machen immer hier und hier und hier, finde ich total scheiße. Ich finde das immer besser, wenn man das so komplett macht. Dann ist das fertig, dann ist es einheitlich. Und dann passt das auch. Guck mal, dann haben wir gleich hier richtig viel. Wir werden später eh voll die krassen Felder haben. Richtig große werden wir machen. Optisch schon allein Deko, ne? Also da wird nicht nur nutzwertorientiert, sondern auch viel Deko dann kommen. So, gleich nachpflanzen, wichtig.
Sehr schön, das läuft, Leute, das läuft. Ich freue mich, dass es so gut läuft. So macht's Spaß. So, gleich das nächste Ding. Bam. So, auch das bisschen da. Na, so, dann macht das mal darin. So, da haben wir schon welche. Die 64 packe ich mal hier mit. Die 15 sollten hier ausreichend sein. So, und jetzt gehen wir auf die Jagd nach Kühe, Freunde. Die müssen wir uns jetzt hier mal irgendwie ranholen. Das Zeug, das kann ich jetzt hier wieder reinpacken. Das behalte ich. Fackeln müssen wir neue machen. Das behalte ich. Und das brauchen wir zum Locken. So, ich glaube, da unten war nämlich eine Kuh. Die habe ich schon gesehen. Also eine habe ich mindestens gesehen. Da unten steht sie. Die holen wir uns gleich. Wow. So, nicht runterfallen. Als wird das Schaf auch mitkommen, aber ist egal. Das schlachten wir dann. Hier, Emma, Emma, komm mal mit. Komm mal mit. Kommen Sie mal mit, Emma. Ich hab was für Sie. Ich hab hier so ein schönes Gehege aufgebaut. Das wird dir hier fallen, vertrau mir. Und vielleicht hast du Glück, dass du das ja überlebst. Ne? Kann ja sein. So, jetzt nicht da in die Schlucht rein, sondern einfach mal hier so mir folgen. Da hinten sehe ich die nächste Kuh, wunderbar. Oh. So. Mal mitkommen. Ja, wenn ich Glück habe, verschwindet das Schaf. Ja, das verschwindet. Die Kuh, die muss noch Mu machen. Jawohl. Und das Schaf hat es nicht mitgekriegt. Schön. Weil dann haben wir hier nämlich nur die Dings drin. Die Kühe. Ja, nice. So, ja, du kriegst auch gleich eine Belohnung. Kein Ding. Ich hole nur noch schnell eine zweite. Haben wir Glück, dass hier hinten vielleicht noch eine ist? Das kann nämlich durchaus sein. Hier ist noch ein Ei. Okay. Haben wir erstmal. Da hinten ist noch Sand. Ich guck mal, ob ich da was finde, was so aussieht wie eine Kuh. Vielleicht habe ich Glück. Was ist es da oben? Keine Ahnung. Oh, hier waren wir noch gar nicht. Hier hinten waren wir noch nicht. Ich guck mal hier so ein bisschen rum. Hier viele Schafe sind hier. Hä? So ein komischer Block hier. Ich war hier noch gar nicht. Guck mal, hier so ein Erdblock, obwohl ich hier noch gar nicht war. Ist ein Ding. Ist ja wirklich ein großes Biom hier auch. Gut, dann nehmen wir, würde ich sagen, die Kuh, die da auf der anderen Seite ist. Dann holen wir uns die hier ran. Und ich glaube, bei Man at Arms, bei der Werkstatt, da war auch noch eine. Vielleicht ist die ein bisschen näher dran. Ich bin gerade am Überlegen, welche besser ist. Hier ist ein Schwein. Das können wir uns auch noch später holen. Also hier, tieretechnisch ist ja hier wirklich viel. Ich glaube, da hinten hatte ich eine gesehen. Oder? War da hinten nicht was? Können die schwimmen? Ja, die können schwimmen. So. Ja, und dann können wir uns an die Lederproduktion machen. Also rein theoretisch bräuchten wir sogar noch. Dann könnte ich eine Kuh gleich. Da ist sie, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Ich habe sie gesichtet. So, weil wenn wir die dann. Da hinten ist ein Pferd. So, die muss jetzt irgendwie. Oh, guck mal, da ist so eine Wasserhöhle. Die müssen wir uns auch unbedingt angucken. So, jetzt wirst du nass. Oh, zum Glück. So. Immer ein bisschen schneller hier, ne? Wenn ihr den ganzen Tag seid. Wird die Getreide noch nass. Oh, Emma, ey. Mann, da ist ja meine Oma mit dem Rollator schneller. Ich sauf ich erstmal. So, jetzt haben wir sie aber. Wunderbar. So, jetzt einmal hier nach oben, bitte. Folgen Sie mir unauffällig. Was man bei einer Kuh natürlich sagen kann, unauffällig, ne? Ja, schön. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob es jetzt nochmal einen Erfolg gibt. Ich meine, den Kuhschubser, den müsste es ja, glaube ich, geben bei der Ledergewinnung. Vermute ich jetzt einfach mal so. Boah, die machen erstmal richtig Rabatz hier. So, alle Mann mir folgen. Und es hat schon mal wunderbar geklappt. So, Freunde, und nu können wir die hier schön vermehren. Mit dem Weizen. Eine, zwei, und die machen ein Baby. Und wunderbar hat das geklappt.
Wir werden angegriffen, wir werden angegriffen. Ich habe sie gesehen, Freunde, ich habe sie gesehen. Da ist eine Pillager-Armee. Die Räuber sind da. Eins, zwei, drei, vier. Wir haben noch keine Rüstung. Aber die verkrümeln sich. Die haben irgendeinen anderen Auftrag. Die sind aktuell nicht an uns interessiert und das ist auch gut, weil die kann ich gerade gar nicht gebrauchen. So, Freunde, und ich werde jetzt mal die Klinge hier wetzen. Und gehe noch mal kurz hier rüber, weil hier unten war auch noch eine Kuh. Und die versuche ich jetzt mal mit einem Critical Hit so zu erwischen, dass die ein Leder droppt. Hat sie? Hat sie? Nee, hat sie nicht. Scheiße. Warte mal, hier ist noch eine. Oh, nee. Tut mir leid. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ich habe jetzt zwei Kühe getötet und. Ey, tut mir voll leid, ne? Alle guten Dinge sind drei. Ich hab das Leder. Okay. The leather is in inventory, Leute. Das holen wir uns jetzt erstmal schön den Zaubertisch, würde ich sagen. Den können wir jetzt nämlich bauen. Ohne Probleme. Wir kommen wirklich richtig gut voran. Dass wir das jetzt noch in dieser Staffel hier haben, das ist so erfüllend. Das glaubt ihr gar nicht, Freunde. Das ist so erfüllend. So, vorher mal schlafen gehen. Das ist jetzt so erfüllend, weil wir können das Ding jetzt bauen. Wir können das Ding jetzt bauen. So, wir packen alles hier rein, was wir brauchen. Wie gesagt, vier Stück reichen da aus. Und unser Leder haben wir. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit dem Buch. Wir brauchen den Einband. Wir brauchen Zack, da haben wir das Buch. So, neue Rezepte verfügbar. Und jetzt müssten wir hier Zaubertisch eintippen. Und nun müsste rein theoretisch, bam, das Ding erscheinen. Da ist es. So wird er gebaut, wie ich gesagt habe. Vier Obsidian, zwei Dia und ein Buch. Und zack, da ist er. Yes, Leute. Yes, da haben wir ihn. So, jetzt fängt die Sache an, Spaß zu machen. Hier oben haben wir jetzt erstmal noch ja, ein bisschen Essen. Wie viel Kohle haben wir? Das ist jetzt nicht so viel. Wir haben das Zeug hier. Ich würde sagen, wir brennen das jetzt erstmal durch. Alles, was wir haben zum Durchbrennen. Das ist jetzt erstmal nicht verkehrt. Packe ich mal hier rein. Und dann werden wir jetzt erstmal alles hier durchbrutzeln. Also die ganzen Sachen, den ganzen Stuff hier, den wir haben. Wo war das jetzt hier? Achso, da ist noch Roheisen. Und das haben wir mit rübergenommen. Genau. So, danach haben wir das. Und jetzt ist die Aufgabe im Prinzip Kühe vermehren. Das wird jetzt ein Weilchen dauern, weil wir müssen die immer wieder füttern, 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 dass die sich halt richtig viel vermehren. Weil dann brauchen wir natürlich richtig viele Bücherregale. So, und dann natürlich müssen wir hochleveln. Wir sind jetzt bei Level 15. Wir brauchen auf jeden Fall 30. Und mit ein bisschen Glück könnte man das vielleicht hinbekommen, dass wir eine ordentliche Verzauberung bekommen. Ne? Also Glück 3 wäre fantastisch, wegen den Diamanten, die sind noch unten. Dann können wir schon mal das nächste Werkzeug uns bauen. Und ja, wenn wir das alles haben, dann sieht die Sache schon mal ein bisschen anders aus. Abbauen geht dann, Schulz, abbauen geht dann schneller. Wir haben dann zumindest, das wäre mein Traum, Behutsamkeit, weil dann können wir die Werkstatt weiterbauen. Also das wäre mal super, wenn das gehen würde. Ne? Aktuell, jetzt ist noch die Frage, wo stellen wir das Ding hin? Das ist noch so ein bisschen so die große Frage, denke ich. Wo wollen wir jetzt den Zaubertisch hinstellen? Ich stelle den erstmal hier rein. Da kümmern wir uns in der nächsten Staffel drum. Die werden wir so Thema Zaubertisch haben. Ne? Das ist so ein Abwasch, also Kühe vermehren, Zaubertisch aufbauen, Bücherregale. Und ich sagte ja schon, ich würde ganz gerne den Zaubertisch so bauen, dass es mit Orko in Zusammenhang ist. Weil Orko ist halt jemand, der zaubert in dem Masters of the Universe-Universum. Ich werde dann auch die Figur vorbereiten, um euch einzublenden, den guten Orko, der ist bekannt. Und genau, und da würde ich später ganz gerne so diesen Zaubertischbereich aufbauen wollen. Ne, mit noch viel mehr Bücherregale, da kommen ja noch ganz andere Regale dazu in der neuen Version. Also da ist schon richtig, was wir da machen können. Und ihr seht, also das möchte ich auch nochmal an dieser Stelle erwähnen, kurz hier, solange wie das hier durchschmilzt. Das kann richtig langweilig sein hier, ne? Durch dieses Strip-Minen, was wir gemacht haben. Und dann aber richtig so, bam, hast du sofort so einen Move, da hast du sofort gesagt, so komm, wir ziehen jetzt bam, bam, bam hintereinander durch, Zaubertisch ist da und es geht auf einmal ganz anders weiter. Ne? Innerhalb von ein paar, guck mal, ein paar, was waren das? Ein paar Minuten haben wir Kühe gefarmt, zack, Leder geholt, zack, Obsidian geholt, zack, ne? Und wir sind schon mal wieder einen richtigen Schritt weiter. Und das ist halt so das Coole an der ganzen Geschichte, wo ich finde. Ne? Ja, geil. Wo, was machen unsere Räuber? Die haben sich verkrümelt. Die haben sich verkrümelt. Okay. Brauchen wir uns also auch erstmal da nicht drum zu kümmern. Ich
Gehen wir in die falsche Truhe. So, hier machen wir das da rein. Das ist schon mal für unsere Kühe da unten. Und ja, klar, ich könnte es jetzt AFK machen, aber ich möchte es gerne mit euch zusammen machen. Ja, also seht es mir nach. Das möchte ich ganz gerne mit euch zusammen erledigen. Vielleicht brauchen wir noch eine Thumbnail, ne? Das wäre noch vielleicht sinnvoll, dass wir da auch noch mal eine machen für die Kühe. Ne? Dass wir uns mal hier hinstellen. So. Und dann vielleicht mal so. Genau. Dass wir dann auch mal ein Screenshot gemacht haben, dass wir jetzt die Kühe haben. Ne? Herrlich, Freunde. Herrlich. Schön. Schön, schön. So, hier ist er fertig. Können wir uns auch wieder die nächsten Dinger mitnehmen. Die packen wir dann beim nächsten Mal mit drüber in die. Naja, die nehmen wir dann mit drüber. Gut, Freunde, dann schaue ich mal kurz nach, was unsere Aufnahme sagt. Aber ich habe jetzt eh, glaube ich, wo sind wir? Wir sind bei 1 Stunde 45 Minuten. Also ich würde sagen, dann gibt es halt eine Bonusfolge. Dann geht halt eine ein bisschen länger oder so, oder? Wollen wir das so machen? Ich habe jetzt nämlich keinen Bock, irgendwie extra nochmal eine neue Staffel anzufangen. Weil jetzt haben wir ja erstmal im Voraus und so viel will ich auch nicht im Voraus aufnehmen. Deswegen, Freunde, ich sage an der Stelle wieder, schönen Dank fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß weiter mit diesem schönen Projekt, was wir hier machen. Und ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Staffel. Ich werde, denke ich, nächste Woche wieder anfangen, eine neue Staffel aufzunehmen. Thematisch geht es um den Zaubertisch, um Bücherregale, um die Kühevermehrung, Kuhzucht, vielleicht neue Gehege aufbauen und um Orko wird es dann langsam gehen. Ne, ihr merkt schon, es wird jetzt so sein, dass wir mit Man at Arms weitermachen, mit der Werkstatt, aber eben auch mit Orko, Verzauberungstisch und so, diese ganze Thematik. Wird cool werden, Freunde. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao, der Water Cave Crafter.